Hallo und herzlich willkommen bei Crazylicious. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute machen wir zusammen total leckere Einhornmuffins. Dieses Rezept ist natürlich total variabel. Ich habe das auch schon ganz oft als Blechkuchen, dann kann man es auch Papageikuchen nennen oder Konfettikuchen, der Name geht auch immer auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie einfach ihr das Ganze herstellt und wie schnell ihr die kleinen Kinderaugen zum Funkeln bringen könnt. Bleibt dran! Also wie schon erwähnt, könnt ihr das Ganze entweder als Muffins machen. Das Rezept heute ist für die Muffins ausgelegt. Wer das Ganze auf dem James zum Beispiel machen will, also auf einem Backblech, der verdoppelt das Rezept ganz einfach und stellt es ganz genauso her. Ich werde in dem Rezept für euch ganz einfach nochmal eine kurze Notiz machen für die Backblech-Variante, damit das nicht vergessen geht. Und ich habe das schon öfters mal gepostet und total viele haben immer nach dem Rezept gefragt und habe immer gesagt, ja, ich möchte das filmen, deswegen konnte ich das auch noch nicht so veröffentlichen, das Rezept. Es tut mir leid, dass ihr lange gewartet habt, aber ich habe quasi eigentlich nur auf die Muffinform von Pampered Chef gewartet, denn das ist ja quasi ein neues Produkt in unserer Bakery-Serie quasi. Es gab früher natürlich auch schon eine Muffinform von Pampered Chef in Schwarz damals. Der, der die hat, kann die natürlich genauso benutzen. Und die ist jetzt quasi unseren ganzen anderen Backformmodellen angepasst. Mit einer super tollen Anti-Haftbeschichtung. Wer seine Muffins gerne ohne Tütchen backen will, kann das gerne tun. Ich mache das immer mit Tütchen, weil ich es auch angenehmer zum Essen finde. Egal, ob es Cupcakes oder Muffins sind. Und, aber ihr könnt es natürlich hier getrost in der Variante auch einfach ohne Hütchen benutzen. Und bei Einhornmuffins bietet es sich natürlich auch an, Einhorntütchen zu benutzen. Ich zeige euch mal, was ich habe. Die sehen einfach nur wow aus, oder? Die sind von Decochino. Das ist jetzt auch keine Produktplatzierung oder Werbung. Das ist einfach nur, weil ich Decochino eigentlich immer zum Backen benutze, auch die Farben. Und ja, ich finde, die sehen total goldig aus und die Kids werden sich bestimmt freuen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch schon einmal die Zutaten, damit wir gleich direkt mit unserem Teig starten können. Für den Muffin-Teig benötigen wir einmal 200 Gramm Mehl. Da habe ich jetzt Dinkelmehl Typ 630. Dann benötigen wir außerdem noch 1,5 Teelöffel Backpulver, 125 Gramm Butter, eine Prise Salz, hier habe ich 125 Gramm Zucker. Dann benötigen wir außerdem noch einen Teelöffel Vanilleextrakt, 3 Eier und dann noch Lebensmittelfarbpaste. Da habe ich einmal blau, grün, rosa, gelb und lila. Ich bereite das Ganze jetzt in meiner KitchenAid zu und dafür verrühren wir einfach nur Butter, Zucker, das Vanilleextrakt und die Prise Salz für ungefähr 5 Minuten schön cremig. Und ich mache das Ganze jetzt einfach hier mit dem Flexrührer. Der hat hier diese Silikonlippe und sorgt dafür, dass das, was an den Rand gerät, immer direkt mit abgeschabt wird. Trotzdem muss man da oben immer noch einmal kurz pausieren und dann den oberen Rand auch abziehen und wieder reinmachen, damit die Butter schön weiß cremig wird. Wer das Ganze nicht hat, macht das Ganze einfach mit dem Schneebesenaufsatz und man hält die Maschine einfach nur zwischendrin an und schabt den Rand ab, damit sich alles gleichmäßig verteilen kann. Und jetzt geben wir nach und nach die Eier hinzu. Einfach jedes Ei ungefähr 30 Sekunden lang. Ein kleiner Tipp an euch, ich schlage das Ei immer in einer kleinen Schüssel daneben auf und gebe es dann rein. So verhindert ihr einfach, dass Eierschalen mit im Teig landen. Und jetzt mischen wir einfach nur die restlichen Zutaten abwechselnd hinzu. Das Mehl mit Backpulver vermische ich direkt, gebe es in den Teig. Und die Milch nach Bedarf, ich habe sie bisher eigentlich immer dazugegeben. Und dann verrühren wir das Ganze noch kurz klümpchenfrei. Und jetzt nehmen wir uns 5 Schälchen, ungefähr gleich groß,
zur Hand, damit wir den Teig gleichmäßig aufteilen. Wer es ganz genau machen will, kann das Ganze natürlich abwiegen. Da wiegt ihr den Teig oder wiegt die Schüssel am besten vorher, wiegt dann den Teig und teilt den Teig dann einfach durch 5 Portionen. Und jetzt geben wir einfach immer jeweils einen Klecks der Farbe in den Teig, vermischen das Ganze am besten mit einer Gabel. Also ich mache es am liebsten mit einer Gabel. Achtet schön darauf, dass ihr den Rand der Schüssel auch schön abschabt, denn da sammelt sich immer schön der ungefärbte Teig. Den wollen wir natürlich nicht. Also alles schön vermischen miteinander. Und jetzt geht es schon an das Portionieren. Ich mache das Ganze immer einfach mit einem Esslöffel. Gib einfach gleichmäßig in jedes Förmchen von jeder Farbe einen Esslöffel. Und so macht das Ganze kleckschenweise so lange, bis der Teig komplett aufgeteilt ist. Ich habe im Internet einen Beitrag gesehen, wo man mit Reis die Muffinform unten den Boden auskleidet und dann erst die Tütchen drauf macht. Das soll helfen, damit man die Einhörner sieht. Weil manchmal passiert es ja, dass durch das Fett die Tütchen nass und fettig werden und dann erkennt man gar nicht die tollen Formen. Wir testen das jetzt mal. Um den Teig übrigens richtig gut und einfach portionieren zu können, nehmt ihr einfach den Eisportionierer in ganz klein. Der eignet sich perfekt. So kann man dann den Teig hier so abstreifen und gibt in jedes Förmchen gleich viel. Und jetzt wandern die Törtchen in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze. Einfach, ich mache immer alles in die mittlere Einschubleiste. Für ungefähr 10 bis 15 Minuten schaut auf euren Backofen. Ich brauche in der Regel immer 15 Minuten, also bei dieser Form reichen 15 Minuten aus. Wer von euch auch noch, es gibt ja auch die Muffinform in der Stoneware-Variante, die habe ich vorher zumindest immer benutzt. Da brauchen die Muffins etwas länger. Macht auf jeden Fall immer eine Stäbchenprobe. Bei der Stoneware-Muffinform setze ich immer ungefähr noch 10 Minuten drauf. Also auf jeden Fall eine Stäbchenprobe für die Variante, für die ihr euch entscheidet. Die sollten auf jeden Fall schön gleichmäßig durchgebacken sein. Und als Topping habe ich mich jetzt einfach nur für eine Zuckerglasur entschieden. Da verrührt ihr einfach Puderzucker mit Zitronensaft und verteilt die schön auf den Muffins. Und dann könnt ihr das Ganze so verzieren, wie ihr es wollt, mit euren Zuckerstreuseln, also entweder Einhornzuckerstreusel oder etwas, wer es sommerlicher mag. Hier habe ich zum Beispiel von Happy Springles. Ist auch keine Produktplatzierung, sondern einfach nur, weil ich die Streusel liebe von Happy Springles. Aber ich könnte natürlich auch mal nach einer Kooperation fragen und einen Rabattcode für euch. Hier ist quasi so eine gelbe Mischung mit Eiscreme und sowas, passt natürlich jetzt auch perfekt. Man kann natürlich aber auch die Einhorn-Variante nehmen. Und was auch immer total toll ist und vor allen Dingen auch auf der Blechkuchen-Variante, den Kuchen mache ich zum Beispiel auch öfters für einen Kindergeburtstag oder für Fasching, dann kann man hier auch diese bunten Konfetti als Esspapier drauf tun. Die sieht auch immer wunderschön aus. Und man kann das Ganze natürlich auch jetzt weiterverarbeiten als Cupcake. Das habe ich auch zu einem Kindergeburtstag gemacht als Cupcakes. Sah auch wunderschön aus. Und dann gab es von Haribo, da gibt es ja immer diese sauren Stangen oder Zungen. Und die gab es als Regenbogen. Ich habe die leider nicht da. Ich habe gerade extra nochmal durchgeguckt, sonst hätte ich sie euch gezeigt. Dann kann man nämlich dann wie so einen Regenbogen spannen. Dann schneidet man den einfach nur zu der Größe ab.
setzt das dann auf die Creme drauf. Dann kann man so Wolken tupfen und setzt das oben drauf. Sieht auch wunderschön aus. Wenn ich ein Bild finde vom Geburtstag, dann zeige ich euch das jetzt natürlich. Für die Puderzuckerglasur benötigen wir einmal Puderzucker und Zitronensaft. Ich mache jetzt die doppelte Portion, weil ich natürlich noch ein Blech für mir machen musste. Das heißt, ich habe hier 250 Gramm und benötige 5 Esslöffel Zitronensaft. Wenn ihr nur die einfache Portion macht, nur 12 Stück, reicht euch die Hälfte. Einfach nur alles miteinander verrühren, auf die Muffins verteilen und dann direkt Streusel drauf. Also ich würde sagen, ein Teig, so viele Möglichkeiten und er schmeckt wirklich super lecker, super saftig. Ich habe das Ganze jetzt natürlich auch mit dem Dinkelteig gemacht. Das macht den Teig besonders, besonders saftig und so ein bisschen teigig sogar schon. Man kann das Ganze aber auch, früher habe ich das immer gemischt mit Hälfte Dinkel, Hälfte Weizenmehl. Man kann es auch nur mit Weizenmehl machen, aber dann geht die Saftigkeit schon ein bisschen verloren. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Ihr probiert es aus für euren nächsten Kindergeburtstag oder für irgendeine, keine Ahnung, Sommerfeier, sonst was, wo ihr einen Kuchen mitbringen sollt. Könnt ihr das als Kuchen oder als Muffin mitbringen, kommt immer gut an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept ist natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt, genauso wie mein Shop. Da findet ihr alle Sachen von Pampered Chef. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.